Hallo und willkommen zurück. Mein Name ist Foriander und ich spiele Stoneblock 2. Und wir sind immer noch bei Draconic Evolution. Der lange Weg zu den Draconic Fusion Injectors. Die viel Material kosten, die einiges an Zeit brauchen. Aber drei Stück haben wir schon gleich. Zwei. Das ist jetzt der zweite. Dann haben wir zwei und dann gleich drei, wenn ich dann nochmal drauf gedrückt habe. Und damit sind wir schon mal einen guten Schritt weiter. Und dann können wir unsere Rüstung upgraden und unsere Rüstung aufladen. Und dann schauen wir mal, was wir damit noch alles an Schindluder treiben können. Dann brauchen wir das im Moment nicht mehr. Und eigentlich können wir das auch mal weglegen. Das stopfen wir sonst nur aus Versehen irgendwo da rein. Und ich kann den Torch Launcher mal wegpacken und den Chisel. Das brauchen wir alles nicht. Und dann ist das hier wieder fertig. Du bist immer noch nicht voll. Aber du läufst langsam voll. Ich muss da doch eine Acceleration Card reinmachen, glaube ich. Dann nehmen wir doch direkt die drei hier. Schwupp. Und schwupp. Und schwupp, das ist ja gut, dass der das dann auch direkt auf die leere Stelle, die man im Inventar angewählt hat, in der Hotbar angewählt hat, packt. Das ist praktisch. Dann kann ich nämlich direkt das wieder so zurückstecken und dann machen wir die nächsten drei. Und unser Reaktor müsste mittlerweile im Dauerstress sein, so viel Energie, wie wir hier verbrauchen. Ah, das geht noch. Das sind nur ein paar Tausend, die er gerade zieht. Wie viel haben wir denn? Wir haben zwei, fast drei Stacks Cyanide. Und es ist schon eine ganze Weile her, dass ich diesen Reaktor gebaut habe. Wir haben 1671 Stacks Uran. Das langt als Treibstoff dann. Der braucht nicht viel. Der hat reichlich Energie uns schon gemacht. Das können wir doch hier irgendwo sehen. Irgendwo können wir. Der macht keine Statistik. Die machen Statistik, aber das hilft mir wenig, weil das nur für das Zeugs ist, was der Builder verbraucht hat und ein paar Kleinigkeiten, die ich durch die Gegend getragen habe. Und die machen auch keine Statistik. Können wir nicht sehen, aber naja, wir haben fast drei Stacks Cyanide und der braucht wirklich wenig Treibstoff, wenn er denn in Gang ist. Mach direkt mal weiter. Das wäre jetzt doch was, was ich im Information Tablet nachlesen könnte, ob man den irgendwie so einstellen kann, dass der automatisch weitermacht. Aber wenn wir hiermit durch sind, dann ist das wahrscheinlich erledigt. Das sind jetzt, wenn das gleich fertig ist, noch vier, also jetzt noch fünf, inklusive diesem, der gerade läuft. Ich glaube, das können wir überleben, das paar Mal klicken da drauf. Das ist alles soweit, das ist alles in Gang. Wir haben einen Quest erledigt, wir haben diesen Quest erledigt. Invarhammer, ja, den brauche ich jetzt noch. Da ist ein Chaotic Fusion Crafting Injector und ich weiß gar nicht, wofür man den tatsächlich braucht. Können wir das hier irgendwo sehen? Wahrscheinlich für den Chaotic Core. Painting Machine. Ja, die ist bei allen Blöcken. Enchantments ist bei fast allen. Und das ist alles. Den muss man wirklich nur machen. Den braucht man nicht für irgendwas. Den muss man nur machen. Und dafür braucht man doch einen Chaotic Core. Und für den brauchen wir die Chaos Shard. Und die droppt von... Da können wir auch nichts weiter dran machen. Nein. Die droppt vom Chaos Chicken. Und bevor wir das nicht haben, kommen wir da nicht dran. Dann. Deswegen sehen die so leer aus. Das sind die Crafting-Monitore. Ich habe hier drei Crafting-CPUs, alle gleich ausgestattet. Zwei 64er Storage, ein Coprozessor und ein Monitor, damit es hübsch aussieht. Und wenn man dann hier steht, dann sieht man auch aufblinken, was die immer so machen. Ich weiß nicht, ob ich das schon... Das letzte Video ist schon eine Weile her und ich weiß nicht genau, was ich schon gezeigt habe und was noch nicht. Deswegen erzähle ich jetzt wahrscheinlich alles Mögliche doppelt und dreifach. Aber
So kann ich auch sicher gehen, dass ich es zumindest einmal gesagt habe. Die da wieder reinstopfen und dann Shift-Click vielleicht? Ne, mit Shift zeigt er nur Nachkommazahlen, was irgendwie ziemlich sinnlos ist. Ist eine Funktion, die er hat. Ich meine, wenn es einen interessiert, dass man das auf die dritte Nachkommastelle genau wissen muss, wie weit er genau geladen ist und wie weit nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich hier immer wegläufe. Ich muss doch sowieso warten, bis das hier fertig ist, bevor ich meine nächste. Na, eigentlich könnte ich das schon. Ich habe ja schon. Die werden wahrscheinlich alle so sein, die Rezepte. Ja, die sind alle so. Ein Awakened Core, ein Energy Core. Die könnte ich also schon machen. Seltsam. Ich war mir ziemlich sicher, dass es ein Rezept gab, wo 10 von den Injektoren drin waren. Aber bis jetzt ist es nicht aufgetaucht. Vielleicht taucht es noch irgendwo anders auf. Vielleicht ist hierbei bei Project E. Dafür werden wir, genau dafür werden wir das brauchen. Für Project E brauchen wir ja eh den Drachenatem, um den Sorcerer Stone, den Philosopher's Stone hier zu machen. Und das heißt, dass wir dafür den Drachen natürlich umlegen müssen, oder vielmehr das Ender Chicken. Irgendwann merke ich mir das auch, dass wir hier keinen Drachen haben. Und dafür brauchen wir dann auch hier das Fusion Crafting und dafür brauchen wir dann auch 10, denn da ist ein Rezept für irgendwas, das ich in Erinnerung habe, was 10 Zutaten hatte. Und wir sind eh fast fertig. Wir haben das jetzt ausgesucht, wir haben uns das jetzt zusammengestellt und es ist gerade Sonnenaufgang. Ich meine, hey, viel besser wird's nicht. Und wieso kriegen die nur 256? Ich meine, die waren jetzt eh leer, weil die. Da war der dritte her. Okay, ist auch eine interessante Positionierung, aber da will ich dich nicht haben. Ich hätte dich gerne hier. Und das geht mal dahin und dann haben wir nur noch den einen hier. Und dann sind wir damit fertig. Upp. Dann haben wir alle 10. Und dann können wir. Was müssen wir hierfür noch? Die Awakened Cores, die müssen wir. 4 Stück brauchen wir davon, also brauchen wir 16 Wyvern Cores. Die können wir mal eben schnell machen. Vielleicht haben wir sie auch noch. Haben wir nicht davon. Gucken wir mal. Ja, da sind wieder die Draconic Cores. Alle. Aber so viele brauche ich nicht mehr. Schmeißen wir mal ungefähr, sagen wir, so viele da rein. Und dann müssten wir eigentlich zumindest zu unseren. Ach, 17. Natürlich verzähle ich mich. Dafür sind die Draconic Cores auch wieder alle. Es wären nur 4 mehr gewesen, als wir gebraucht haben. Gut, die haben wir. Das wird immer noch mit W geschrieben. Die haben wir. Und das war's auch schon. Nether Stars natürlich noch. 1, 2, 3, 4. Und dann haben wir unseren letzten Fusion Crafting Injector. Und dann packen wir unsere 4 Nether Stars hier rein. Und schwupp. 1, 2, 3 und 4. Und ich glaube, hiervon brauchten wir 5. So, jetzt ist er auf 4 runter. 1, 2, 3, 4 und 5. Sammel die mal wieder zusammen. Und ja, Rezept fertig. Und dann brauchen wir dafür noch
Draconic Energy Cores. 4 Stück, während der hier... Na, geht doch schneller. Warten wir eben noch ab, bis der erste fertig ist. Dann können wir nochmal auf Start drücken, während wir dann... So. Während wir dann die Energy Cores machen. Davon brauchen wir auch 4 Stück. Das heißt, wir brauchen 4... Ah, machen wir wieder einen Stack Draconic Cores. Die brauchen wir sowieso. 4 mal Wyvern Core. Wyvern Core. Ich mache wahrscheinlich ein paar Leute ganz fürchterlich wahnsinnig mit meiner Aussprache. So, dann brauchen wir 16 Energy Cores. Das heißt, wir brauchen auch einen Stack Redstone-Blöcke, den können wir einfach mal so machen. Und Draconic Energy Cores. So. 1, 2, 3, 4. Ich brauche nicht mitzählen, der zeigt mir eine Zahl an. 16 davon. Und jetzt müssten wir eigentlich genügend haben, um 4 davon zu machen. Fein, fein. Und hier hätten wir zwar in der Zwischenzeit schon wieder auf Start drücken können, aber wir waren anderweitig beschäftigt. Und dauert einen kleinen Moment. All dieweil kann ich mal schauen. Ich habe hier einen halben Becher Kaffee stehen, der seit anderthalb Stunden keine Aufmerksamkeit erfahren hat und deswegen wahrscheinlich grauenhaft kalt ist. Ja, ist er. Ein grauenhaft kalter Becher Kaffee. Aber ich möchte euch jetzt das Geklöter beim Nachschenken dann auch nicht zumuten. Dann gönne ich mir dann einen Kaffee, wenn ich hiermit fertig bin. Wir machen jetzt noch die Rüstung fertig. 1, 1 und dann je davon einen. Also einmal, nochmal. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, das und das. Und dann können wir eins nach dem anderen die Rüstungsteile hier reinstecken. Und dann habe ich eine tolle Armbrust. Ha! Mit der kann man auch, die hat den Global Traveler, das kommt glaube ich vom Infinity, was da drin ist, damit kann man sich auch teleportieren. Da muss ich irgendwann mal rausfinden, da gibt es eine Tastenkombination und dann kann man ein Ziel festsetzen und so weiter. Aber damit habe ich auf jeden Fall, der macht mit diesen Infinity Bolts. Die haben 37,41 Attack Damage. Das ist schon ganz ordentlich. Das ist auf jeden Fall geeignet, um dem Drachen das Fürchten beizubringen. Und dann müssen wir mal schauen, was wir uns an Schwert für den Nahkampf zulegen. Da findet sich bestimmt auch was. Und diese Rüstung, die können wir eigentlich auch noch ein bisschen tunen. Da können wir die Energy Cores, die Capacitors, die können wir da, die Flux Capacitors können wir da reinstecken. Und in denen hier gehen zum Beispiel 256 Millionen EF und die sorgen dann für zusätzlichen Schutz. Die können zusätzlichen Schaden absorbieren. So, Rüstung fertig. Schwupp, 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 schwupp. Helm, Chestplate, Boots. Ah, Quest completed. Okay, jetzt hat er es gemerkt. Musste er auch einen Moment drüber nachdenken. Die Leggings waren dann wahrscheinlich schon rausgescrollt. Exchanging Gadget. Okay, das Ding habe ich mir gebaut und habe das ausprobiert und habe irgendwie nicht so ganz verstanden, wie es funktioniert. Das Thema hatten wir schon mit den Items, die Blöcke austauschen können, da brauche ich nicht drauf gucken. Hier steht, wie viel in dem Barrel drin ist. 53 Stacks. Und das Exchanging Gadget ist eine nette Idee, funktioniert aber nicht halb so gut, wie es dann, ja, haben wir schon mal welche gekriegt als Quest-Belohnung. 16 Millionen F.
gehen rein. Control for Upgrades. Wir können RF Capacity, also den Energiespeicher, noch upgraden. Wir können Jump Boost. Na, brauche ich nicht unbedingt. Shield Capacity ist durchaus interessant. Shield Recovery ist durchaus interessant. Movement Speed, könnten wir upgraden. Muss ich auch nicht zwingend haben. Und dann haben wir... Oh, ich dachte, der Helm könnte Night Vision. Kann er anscheinend nicht. Das ist dann der von Avarisha, der das kann. Na gut. Da können wir auf jeden Fall... Da gab es mal so eine. Und wenn ich noch wüsste, wie das Ding hieß. Das war auch eine... Irgendwas mit Workbench oder so. Damit konnte man die... Jetzt hole ich mir doch das Information Tablet. Es gibt da einen Block, einen Arbeitstisch, eine Maschine, mit der man die Draconic Armor hier, wo man die, Capacitors, so heißen sie, die kann man da einbauen und damit kann man sie besser. Night Vision, sage ich doch, hat er. Negative Potions, okay. Bypass Suffocation and Drowning Damage. Sehr schön. Removes Mining Slowdown. Plus 60 Base Shield Capacity. Chestplate. Mit der kann man fliegen. Gut, das brauchen wir nicht zwingend. Wir haben den Ring dafür. Mining Slowdown while in the air. Sehr schön. Fire Immunity. Auch sehr schön. Speed Boost. Wie gesagt, brauchen wir nicht unbedingt. Fall Protection ist natürlich immer gut. Jump Boost. Step Assist. Brauchen wir auch nicht unbedingt. Aber was wir da, Draconic Evolution. Irgendwo, da ist der Reaktor. Da können wir irgendwann mal reingucken, wie man den macht. Das war aber nicht das Flowgates Upgrade System. Da müsste es dann drunter stehen. Fusion Upgrades. Tools and Weapons. Das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen das für die... Rüstung. Der Energy Infuser lädt die, glaube ich, nur auf. Eine Million RF pro Tick. Das ist ordentlich. Das ist reichlich. Anti-Potential-Ranger. Anscheinend gibt es die nicht mehr. Wie macht man das dann jetzt? Ist das bei den Cores hier irgendwo? Energy Core. Auch nicht. Nur eine Beschreibung. Im Prinzip nur eine Anerkenntnis, dass es sie gibt. Auch hier. Da kann man sie auch nur aufladen. Gibt es denn diese Workbench nicht mehr, mit der man die Draconic Energy Shield, Absorbing Damage und so weiter... Okay. Das ist schön, aber das ist nicht so ganz das, was ich wissen wollte. Energy Network Flowgates, das ist nicht das... Area of Effect, das sind die Upgrades, aber die sind ja nicht für die Rüstung. Doch, Armor Shield Recovery, das sind die für die Rüstung. Alles klar. Dann brauchen wir diese Upgrade Keys. Und die sind eigentlich gar nicht so schlimm. Was ist das mit diesem Level? Das verstehe ich noch nicht so ganz, was das... Netherstar, Draconic Core, Emerald, Wyvern Core. Okay, das muss ich vielleicht nochmal in Ruhe nachlesen. Das muss ja jetzt auch nicht. Das machen wir mal zu. Das mit den Upgrades muss ich dann mir nochmal in Ruhe durchlesen. Wir können aber diese Rüstung schon mal aufladen. Das kann definitiv nicht schaden. 16 Millionen, das dauert einen Moment. Lassen wir das erstmal da drin, bis es warm, trocken und gar ist. Die haben wir fertig. Dann gucken wir nochmal eben in unsere Quests und haben eigentlich alles, was wir jetzt so machen können, erledigt.
alles, was wir machen können, bevor wir ins Ende gehen und uns den Drachen schnappen. Das war schon mal ein großer Schritt. Damit sind wir schon eine ganze Menge weitergekommen. Wir können uns jetzt überlegen, schauen wir mal nach, ob das hier mittlerweile voll ist. Wahrscheinlich nicht. Doch, ist es. Dann lassen wir das nächste aufladen. Du bist auch immer noch nicht voll. Jetzt mache ich doch mal eine Acceleration Card hier rein. Dann geht das etwas schneller. Haben wir die vielleicht zufällig? Haben wir natürlich nicht. Und dafür brauchen wir auch einen Calculation Processor. An dem soll es nicht scheitern. Ah, da ist Eulenfreck schon wieder weg. Hey, ich habe Hallo gesagt. Tut mir leid, weil Chat ist auf dem zweiten Monitor ein bisschen außerhalb meines Sichtbereichs. Wenn ich nicht sofort darauf reagiere, dass jemand da ist, dann liegt es einfach daran, dass ich es wirklich einfach nicht gesehen habe. Aber okay, ist nicht unbedingt jedermanns Sache, so angesprochen zu werden. Geht's jetzt schneller? Jetzt geht's schneller. Wunderbar. Das würde natürlich auch helfen, wenn wir in die Molecular Assembler hier Acceleration Cards reinstecken. Wobei ich glaube, gucken wir mal auf die Crafting CPU. Ja, die ist trotzdem, der fordert immer gleich 8 an, das macht ihn schneller. Die ist trotzdem immer noch schneller als der das abfordert. Damit können wir leben, da müssen wir jetzt nicht raussuchen, welcher von den Molecular Assemblern und welches von den Interfaces das Entscheidende ist. Wir stecken hier nochmal die da rein und jetzt bin ich dann ja doch irgendwie ein bisschen interessiert, wie das mit diesen Upgrade Keys funktioniert. Shield Recovery ist interessant. Bauen wir mal Shield Recovery. Wir brauchen eine goldene Chestplate. Den Rest müssten wir hier haben. So. Und Chaotic nicht. Dafür brauchen wir einen Chaotic Core. Wie verwenden wir den jetzt? Packen wir den jetzt hier dazu? Nein. Tun wir nicht. Gucken wir ins Information Tablet. Gucken wir rein. Ich habe zwar gesagt, ich mache es nicht, aber ich mache es jetzt doch. Upgrade System. It is possible to have more tools and weapons to do an upgrade key. Oh, das ist auch über Fusion Crafting mittlerweile. Okay. Und jetzt habe ich eins, was dieses Shield. Okay. Das funktioniert nur mit den Draconic-Sachen. Das ist okay. Ich brauche die Zutaten. You must have the previous tier applied before you can apply a higher tier upgrade. Das heißt, ich muss erst das Basic Tier Upgrade machen und kann dann erst das Weavern und dann erst das Draconic machen. Und dann. Whoops. Da habe ich aus Versehen meinen Minecraft verkleinert. Dann müssen wir jetzt Draconic, Chaotic, Control to Pause, Basic, Level 5, Basic. So, Level Basic 1. Golden Äpfel, Diamanten, Eye of Ender, Draconic Core, Upgrade Key. Okay. 2 goldene Äpfel, 2 Diamanten, 2 Eye of Ender. Goldene Äpfel haben wir nicht. Goldene Äpfel können wir uns aber. 1 und 2. 2 Eye of Ender. 1 und 2. Diamanten, wenn ich mich richtig erinnere. So, schauen wir nochmal. Basic,
Zwei. Ah, der zählt die 5 Sekunden runter, bis er. Das sind gar nicht 5 Basic Level, das sind die 5 Sekunden, die er es anzeigt, die er darunter zählt. Gut, 2 Äpfel haben wir, 2 Diamanten haben wir, 2 Eye of Ender haben wir, einen Draconic Core. Okay. Und dann packen wir, sagen wir, die Chestplate hier rein. Und dann machen wir den dahin. Und eins und nein, gib wieder her. Eins und zwei. Und eins und zwei. Und eins und zwei. Und dann brauchen wir noch den Draconic Core. Das war der falsche. Den da rein und. Ja. Ha. Ha, ha, ha. Ha. Er zeigt es da nicht an, aber. Okay, das ist jetzt Shield Recovery. Oh, das wird aber eine Fummelarbeit, wenn ich das für alle einzeln machen soll. Meine Güte. Das wird ja noch eine Weile. Und dann müssen wir das für jede Ebene einzeln machen. Ich habe jetzt natürlich nicht nachgeguckt. Shield Recovery Basic. Okay, da schreibt er es rein. Ha. Und das für jedes einzeln und für jedes die 3 Ebenen. Und, oh, der Upgrade Key bleibt da. Alles klar. Der nächste wäre dann Weavern oder Wyvern, damit ich auch alle gleichzeitig verrückt mache. Basic und da ist es. Nether Star Draconic Core Emeralds. Okay. Das geht auch. Oh, es ist aber eine Menge Fleißarbeit. Tjui. Aber hilft nichts. Wenn wir schon so eine feine Rüstung haben und die dann auch benutzen wollen und die uns vor den Drachen schützen soll, dann müssen wir das wohl machen. Aber ich mache euch einen Vorschlag. Ich bin jetzt eh seit fast 2 Stunden online. Naja, online bin ich schon länger, aber seit fast 2 Stunden live. Und meine Stimme geht so langsam. Der Hals wird rau und das war fürs erste Mal wieder streamen schon ziemlich viel. Ich würde sagen, wir machen einen Deal miteinander. Ich mache das jetzt mit den Upgrades als Fleißarbeit. Ich habe ja gezeigt, wie es generell funktioniert und der Rest sind ja dann nur kleinere Änderungen in den Zutaten. Ich mache das jetzt mal als Fleißarbeit, ganz für mich alleine. Und wenn ich damit fertig bin und wir dann das nächste angehen, dann sehen wir uns wieder. Ja oder nein? Sprecht jetzt oder schweigt für immer. Okay, es widerspricht niemand, dann machen wir das so. Ich sag für heute danke fürs Zuschauen, sowohl live als auch später dann auf YouTube und wünsche euch allen eine gute Nacht und auf Wiedersehen.